und auf Scans vorbereiten. Scan abgeschlossen. Keine Schmuggelware entdeckt. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Ich kann New Atlantis nicht ausstehen, muss aber zugeben, dass sie den besten Terra Brew in der Galaxie haben. Muss wohl am Wasser liegen.
schon bessere Zeit. Du solltest ein paar der Schiffe sehen, die hier landen. Die Besitzer scheinen zu glauben, Thermoparasitennester wären eine lustige Dekorationsidee. Hey, Vasco! Was? Kein Barrett? Ach, Indigo-Protokoll mal wieder. Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und über den Handelsaufsichtautomaten wirst du bei Bedarf frachtlos. Die Handelsaufsicht betreibt hier bei mir einen Verkaufsautomaten. An der Seite, nahe der Rampe. Außerdem gibt's da noch Jamison Mercantile, falls du gern ein bisschen Auswahl hättest. Den Laden findest du hinter dem Security Checkpoint. Da gibt's nichts zu tun. Du kannst direkt losfliegen. Okay, kein Problem. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst.
Willst du irgendwas? Abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Hey, ich versuche mich zu konzentrieren. Dieser sinnlose Angriff auf eine Forschungsanlage der United Colonies wird folgenhaft. Wir weisen dir die neuen Aufgaben so bald wie möglich zu. Du, Ruby, wirst deine neuen Pflegeeltern kennen. Sergeant Yumi sucht nach verlässlichen Leuten. Sprich mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir wüssten das zu schätzen. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Okay, kein Kopfgeld. Ganz schön. Das ist New Atlantis Transit, kurz die NAT. Der kostenlose Nahverkehr der Stadt. Wir können direkt in den Mast-Distrikt. Das sagen die so schlecht geht es mir gar nicht. Du gehst zu diesem Arzt. Ist das dein Schiff, das da gelandet ist? Ziemlich schickes Teil. Alles okay? Wir sind hier, um zu helfen. Ich glaube, ich habe... Wie heißt das noch? Wir sind zwar in einer United Colonies Stadt, aber die Constellation ist vollkommen neutral. War sie schon immer.
Da wären wir. Die Lose. Die Tür sollte sich öffnen, wenn Sie die Uhr daran halten, die Barrett Ihnen gegeben hat. Ich habe die anderen Mitglieder der Constellation benachrichtigt. Sie warten drinnen auf uns. Captain, es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind. Und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Ah, geht. Das ist doch lächerlich. Die Wette gewinne ich garantiert. Findest du meine Theorie denn wirklich so abwegig? Wir sehen in den Sternen so viele verrückte Phänomene. Aber meine Theorie ist auch möglich. Wenn ihr zwei nicht aufhört, erlasse ich ein Wettverbot. Ernsthaft. Wir haben wohl Besuch. Willkommen bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Sarah Morgan, Vorsitzende der Constellation. Alles, was du mit Barrett besprochen hast, geht mich also etwas an. Beantworte bitte meine Frage. Okay. Wir sind eine private Erkundungsorganisation. Primär erforschen wir das All, aber auch Anomalien in den besiedelten Systemen. Unsere Arbeit ist gefährlich. Wenn also einer von uns nicht wie geplant auftaucht, dann haben wir natürlich Fragen. Apropos, wo ist Barrett? Ah. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Walter. Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist er aber nicht. Er ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Da! Hört ihr das? Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben, Cautry... Wenn das hier das größte Mysterium im Universum ist, kann es doch auch Teil des Ultimativen... ...Mysteriums sein. Mein...